wir könnten jetzt irgendwo hinfliegen. Aber wohin? We shut down that chopper for you. You think I don't know that? You think I've been sitting around scratching my balls with my head on my ass? I'd be impressed if you had been. I appreciate your assistance. You did a good thing today. Now it's mine. I will try to find the man you're after. I will call when I have something. Okay. Also werden wir jetzt tatsächlich vielleicht mal unseren Freund finden, von dem wir uns die ganze Zeit schon so gern mal trennen möchten. Da ist auch ein helikopter Platz. Tja, wo machen wir denn jetzt eigentlich hin? Mal gucken. Irgendwo da oben ist ja unsere Wohnung, glaube ich. Oder da vorne irgendwo. Brems mal. So. Ich weiß nur leider gar nicht, ob man hier irgendwo landen kann. Schlechter Platz hier. Oder? Ach nö, das ist sogar ein ganz guter Platz. Schön. Dann haben wir es doch spontan nach Hause geschafft. Twain! Hey man, did you just call me? No man, must have been someone else. Yeah. Ey! Caramba, was war jetzt mit Twain? Aber Twain wollte bestimmt noch jemanden zum Ausheulen. Naja, mein Gott, das war jetzt nicht so geplant. Wir wollten das eigentlich gerade ein bisschen anders. Aber, naja, gut, was soll's. Dann speichern wir eben erstmal schön. Und dann gehen wir aber mal zu Bursi. Wie auch immer. Da gehen wir dann jetzt hin. Also hier, das speichern, so, zack, bäm. Und los und weiter. Komm schon, los, aufstehen. Ey, Mann, also. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Wie geht's euch eigentlich so? Also wenn ich früh aufstehen muss, ja. Und ich muss ja nun. Also ich muss nicht eigentlich, aber ich stehe relativ früh auf. Ich weiß nicht, wie. Was ist denn hier? Coolstar, Fliegereis, beide mal nach Jamaika fliegen, bla bla, okay. Ja, nee, also ich meine, wie ist das so mit euch? Kommt ihr aus dem Bett? Kommt ihr nicht aus dem Bett? Also ich glaube, ich gehöre wirklich zu denjenigen, die früh sehr gut aus dem Bett kommen. Ich muss dann wirklich auch gleich aufstehen. Also Wecker klingelt und dann direkt aufstehen. Weil, also wenn ich liegen bleibe und mich nochmal umdrehe oder so mal die Schlummertaste drücke, dann ist vorbei. Da wache ich also definitiv dann auch nicht mehr auf. Da schlafe ich und schlafe ich. Da kann dann der Wecker auch noch fünfmal klingeln. Das kriege ich dann gar nicht mehr mit. Deswegen ist bei mir früh immer, sobald der Wecker klingelt, im Bett sitzen. Und ja, da haben wir wieder ein Auto geklaut. Punkt. Ja, ich sehe aber zum Beispiel, ja, es gibt eine Menge Leute, die können das da zum Beispiel gar nicht. Die da früh erstmal 3 Stunden brauchen zum Wachwerden. Was ich nun wieder nicht verstehe oder halt auch nicht kann, überhaupt nicht kann. Tja, so ist das, nicht? Die Sachen mit dem Aufstehen. Also massig Arbeitskollegen, die mich darum beneiden, dass ich früh einfach aufstehen kann. Und dann auch noch gute Laune habe. Oh Mann, verdammt, wir werden auf der Polizei vorstellen. Pass auf. Wir machen hier einfach mal gerade die Einbahnstraße runter. Und ja, schon wieder vergessen, wo ich war. Na, beim Aufstehen. Naja, jedenfalls. So. Ich kann das irgendwie ziemlich gut. Ich höre das Wecker klingeln und noch bevor der das zweite Mal geklingelt hat, bin ich quasi aufgestanden. Das klappt echt gut. So, was ist hier? Wo ist denn? Ach, da, vor der Tür. Und wir kümmern uns jetzt mal um die Mission von unserem Freund vom anderen Ufer hier. Da, um ihn kümmern wir uns jetzt mal. Hating the Haters. Florian, open the door. Nemo desse Peter. Govor in Gleski. And I told you, it's Bernie. Then Bernie, open the door. What's going on? Come in. The haters are trying to kill me. I can't stand it. I won't stand it. It's not fair. I'm just being me. Bernie, what are you talking about? I came to this country to be myself. To get away from small-minded, angry, macho pricks. Oh, like me? Yes!
Well, no. Well, you know what I mean. It was hardly the most progressive place. How does my hair look? Fine. I put a rinse in. Tawdry night. Nice. Bryce found some gray hairs. If he leaves me, I'll kill myself. Forget about your hair, Florian. Bernie. What's the problem? Someone is threatening to kill me. Every time I go out jogging and doing aerobics or playing Ultimate Disc, some guy comes up and threatens me. He's loco. Why is he threatening you? Because... I think just because I'm fabulous. What? I keep thinking I'm being followed, and I don't know why. I'm a prisoner in my own home. Okay, Bernie, let's go out and have a look. Ooh, I'm so glad you've come back into my life. That's cool. But listen, you and I don't know each other. How can you say that? I thought you were different. Because we want this guy to attack you. Come on. Sehr gut. Wir gehen wieder mal jemanden töten. Okay. Wie kommst du sonst dahin? Also, wenn du nicht gerade mit mir im geilen Supersportwagen fährst, meine ich. Ja, so. It's called getting chased by the cops and being errand boy for the mob. Ja, das trifft ganz gut. Na, da verliere ich doch jetzt mein Auto wieder. Ich sehe es doch kommen, Mensch. Ah, gerade gestohlen, schon wieder weg. So, also wir kennen uns nicht. Ich habe dich nur zufällig in meinem Supersportwagen mitgenommen und naja, mal gucken. Oh Mann, jetzt macht er den Übung. Oh, bitte. It's cardio time, Nico. Remember to keep some distance, though. Wir werden schon mal eine Waffe suchen, die uns gefällt. Oh Gott. Chase my tail, babe. Unauffällig. Junge, bei dir ist alles unauffällig. Oh man, hier machen ja noch mehr Leute Sport. Watch my rear. Ja, ich watche ja. Wie lange muss ich noch watchen? Alter, ich laufe fast so schnell, wie er joggt. Fasziniert. Na, da ist doch bestimmt da unten in dem Tunnel. Da passiert es doch jetzt gleich. Komm, wir wollen mal sich aufschließen hier. Jetzt! Ja, ich hab's doch gewusst. I'm about done with you, homo! Why don't you pick on someone who'll fight back? What's your problem, fag lover? Whatever you say, buddy. Unfortunately... For hitting my friend, I'm going to kick the shit out of you. Muss ich ihn prügeln? Kann ich ihn nicht... wo ist er denn jetzt hin? Ach, und schon artet wieder an Arbeit aus. Ach Gott, wenn wir auch noch Roller fahren. Oh, süß. Radio aus, damit wir schneller sind. Und jetzt hier, geil mit dem Roller durch den Park. Oh Gott, das wird spaßig. Oh je, oh je, oh je, oh je. Na komm, fahr da drüber. Hey, da fährt ja einfach die Leute um mit dieser Miepe hier. Wie krass. Ich frag mich gerade, ob das hier geskriptet ist. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das klappt ja perfekt. Nein, es ist nicht geskriptet. Schön, dass wir das schon mal geklärt haben. Die Polizei fährt ernsthaft im Auto rein. Wie cool. Bring ich Bernie jetzt mit dem Roller zurück? Ach, warum eigentlich nicht? Das ist ein bisschen lustiger. Bernie, steig auf, mein Freund, aber setz den Helm auf. Oh nein, wir haben ihn überfahren. Komm. Oh, wie geil. Wo muss ich hin? I'm not dressed for jail. We need to get out of here. Haha.
Auch fantastisch, ey. Wir fliehen auf einem Motorroller. Oh Mann. Vor der Polizei und die haben richtige Autos. Wir könnten uns natürlich irgendwo durchmogeln und jetzt kommt da wieder der Punkt, wo es cool wäre, wenn ich das kennen würde. Das irgendwo. Roller ist ja nun endlos schnell. Das rockt ja übel. Wir werden die Polizei richtig gut los hier. Komm, Gas. Ja, ja, hä? Sehr lustig. Haha. Was soll denn ab sein? Als höchstes was down. Wir haben ja so einen Highspeed-Roller, ja. Oh, wir können sogar auf dem Hinterrad fahren. Oh Gott, Bernie, das ist geil. Richtig schöne Mission, gefällt mir. Wunderbar. Selten so gelacht. Oh je, oh je. Sehr geil. Und jetzt auf dem Hinterrad zum Ziel. Komm. Jawohl, jetzt komm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Oh, wie geil. Jawohl, zieh's durch, Junge, zieh's durch, komm, weiter, 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 komm, komm, gib ihm. Oh, wie geil, ey, das möchte ich mit dem Roller mal machen, auf dem Hinterrad fahren, überhaupt mal, noch mit einem hinten drauf, oh, wie das abgeht, Alter. Kommen wir da jetzt um die Kurve? Ja, nein, scheiße. Oh, geiles Teil, das war jetzt echt lustig. He's not going to attack you again. Nein, kann doch nicht, er ist tot. You're an absolute sweetie, Nico Bellic. I never would have thought it. Vidimos ius coro div, Nico Bellic. Man, ich bin halt ein Gentleman. So ist es. Bei Perseus. Perseus. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Na gut. Wo wollen wir denn mal irgendwie... Ah, da unten haben wir jetzt auch den Heliport als Dings. Okay. Na, dann machen wir trotzdem vielleicht mal kurz nach Hause, hä? So. Kurz und knackig. Ich überlege, ob wir vielleicht ein anderes Auto klauen sollten. Haha. Auf der anderen Seite, wir können hier so geil auf dem Hinterrad fahren. Ich bin dafür, dass wir das einfach mal durchziehen. Und hey, wir hatten schon mal eine Folge Rocker mit Roller. Ich meine, da sind wir jetzt ja definitiv ganz nah dran wieder, also. Wenn das mal nicht noch geiler war sogar. Mal gucken, vielleicht nennen wir die Folge dann Rocker mit Roller 2 oder sowas. Ich denke, ich werde mir vielleicht trotzdem ein richtiges Auto besorgen. Oder zieh ich jetzt echt durch? Ach komm, ich zieh's durch. Man muss auch mal was durchziehen, was dumm ist. Und das hier ist dumm. Das ist so richtig dämlich. Ja, gehen wir mal dran. Hallo Dwayne. Hey man, did you just call me? No man, must have been someone else. Yeah, must have been. I was in the shower and I heard the phone ringing, so I thought you might have called or something. My bad. Later. Gib ihm, du Roller, gib ihm! Wuhu! Boah, fantastisch, ich liebe es. Haben wir zu Hause, also ich komme ja vom Land eigentlich, ne? Da würde man sagen Zwiebacksäge. Was ist geil. Das ist toll. Ich liebe es. Super. So, ich gehöre ja zum Motorradfahren. Ich weiß noch nicht, ob ich das überhaupt schon mal erzählt habe. Also, ich habe Motorradführerschein und ja, also meine Frau auch. Und naja, also wir gehören eher zur Motorradfahrenden Sippschaft. Würde man so nennen, glaube ich. Und so ein Roller ist natürlich dann schon ein bisschen peinlich, ne? Ja, so unter den Kollegen. Du fährst Roller. Ja, sehr lustig. Tja, wo sind wir denn? Wir wollen speichern. Wunderbar. Wir werden nicht mit dem Roller zur nächsten Mission fahren, so viel ist mal sicher. Sondern, ja, nee, mal gucken.